Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin DJ Leo und das da hier ist Roli B. Und wir sind im Indie-Block und im Rock'n'Roll-Train im Schweizer Radio, Kanal K, Radio Rasa und Radio Lora. Unsere Indie- und Rock'n'Roll-Radioshows, die regelmäßig am Radio kommen. Ihr könnt alles auf djleo.net nachschauen. Ihr seht dort Playlists, ihr findet dort Downloads und. djleo.net, schreibt man djleo.net. Ja, der Rolli zoomt gerade auf dieses T-Shirt. Diese Veranstaltung, das Rockabilly Festival in Baden im Nordportal im Mai, das werden wir versuchen aufzunehmen, vielleicht sogar live zu übertragen auf unserem Sender. Freuen wir uns natürlich drauf. Wir haben heute am Abend und heute am Mittag eine Band, die live im Studio spielt, weil wir immer wieder Bands einladen und dann die in Session bringen, wie John Peel das früher gemacht hat in England, der Kult-DJ. Kommen wir gerne mal rüber, Rolli. Gehen wir mal die Kamera. Das sind Fleuve Congo aus der Westschweiz und die spielen? Die spielen Reggae, wie man hört. Ja, ja. Ja, und für einmal, Rolli, normalerweise musst du mischen, da hier bei dem Mischpult. Aber da haben wir ihren eigenen Mischer mitgebracht. Und der macht jetzt da den Sound. Dürfen wir mal stören? Das ist fürs Internet. Fleuve Congo. Ja. Und hier drinnen, in dem Radiostudio, spielt die Band. Yes. Wir gehen nochmal rein mit der Kamera. Jetzt sehen Sie mich. Hello. Hello you. Hello you. Qu'est-ce qu'on fait? Talisman. Talisman for you. Ok, parfait. Ah oui, sans l'intro? Ouais. Ok. Live in Session im Radio. Wir nehmen manchmal Sessions auf, machen das tagsüber und spielen dann die ganze Musik ab in der Sendung. Manchmal spielen die Bands aber auch gerade live in der Sendung. Und wenn ihr mal Lust habt, mit eurer Band bei uns im Radio zu sein, dann schickt uns euer Material. djleo.net, schreibt man djleo.net. Und wir haben immer sehr viel neue, spannende Musik für euch. Das ist eine von den letzten Sendungen, die halt auch wirklich Bands live ins Studio einlädt. Rolli, was machst du gerade? Ich höre zu. Ah, das ist aber schön. Also, und Rockabilly gibt es also bei uns auch. Rock'n'Roll Train einschalten und dann zum Beispiel dieses Festival wird bald schon zu hören sein und sonst auch viel neue Rockabilly-Musik.